Pia Pauline Peper ist das perfekte Beispiel für den Grundgedanken einer solchen Ausbildungsmesse wie der in Walldürn. Im letzten Jahr noch als Schülerin auf der Suche, jetzt als Auszubildende selbst am Stand ihrer Firma. Ich war letztes Jahr, ich habe mein Abi gemacht und habe dann ein Jahr gearbeitet, weil ich eigentlich ein soziales Jahr machen wollte oder eben ins Ausland gehen. Mit Corona hat es nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann war ich eben auf der Ausbildungsmesse und habe mich mit den ganzen Firmen unterhalten und habe dann eben auch mein Firmenpartner mehr oder weniger oder meine Firma, eben P&G Braun in Walldürn kennengelernt. Ein Bewerbungsgespräch und ein Praktikum später geht es los mit dem dualen Studium. Es ist ein positives Beispiel von vielen. Immer wieder, wir haben einige Auszubildende, die wir so kennengelernt haben. Ne? Ob vielleicht nicht direkt die Azubis, auch Elternteile sind oft dabei, dann siehst du gleich beide Seiten. Und ja, und wir sind gerne, wir haben nächstes Wochenende haben wir schon wieder die nächste Messe. Und machen wir gern und es bringt ja auch was. Gerade im persönlichen Gespräch kann schnell ausgelotet werden, ob das Unternehmen zum Bewerber passt und umgekehrt. Ja, wir halten das für unheimlich wichtig und sehen auch uns bestätigt. Heute hier sind so viele Schüler da und 26 Aussteller. Da freuen wir uns saumäßig drüber. Es ist eine tolle Resonanz und wir wissen aus den letzten Jahren und Monaten auch aufgrund unserer Berichterstattung und der Erfahrungen, die man eben in der Region macht, wie wichtig Ausbildung ist. Die Firmen und Unternehmen suchen händeringend nach Kräften, nach jungen Kräften und die Jugendlichen brauchen einfach auch einen gewissen Input, um sich entscheiden zu können. Und ich finde, auf so einer Messe finden sie den auf ideale Art und Weise. Die kommenden Abschlussklassen haben es tatsächlich pandemiebedingt auch schwerer, den passenden Ausbildungsberuf zu finden. Ja, man hat also auch gemerkt, wir haben schon aus den Gesprächen entnommen, dass also viele während der Corona-Zeit eben kein Praktikum machen konnten. Und das natürlich auch fehlt, um wirklich den richtigen Beruf zu finden, weil man nicht in den Firmen drin ist. Und dann ist natürlich so eine Möglichkeit, direkte Gespräche zu führen, vielleicht noch viel, viel besser. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, gerade für die jungen Schülerinnen und Schüler und für die Absolventinnen und Absolventen auch tatsächlich Menschen zu treffen, die in dem Beruf schon arbeiten und da persönlichen Kontakt aufzunehmen. Und ich glaube, das ist gerade nach Corona ein bisschen zu kurz gekommen. Ich glaube aber auch, die Generation will noch viel stärker sehen, wo sie künftig tätig ist und wie die Kollegen so sind. Und ich glaube, da bietet eben eine Ausbildungsmesse eine gute Möglichkeit, mal so auch den Flair von einem bestimmten Betrieb aufzunehmen. Und deswegen, glaube ich, ist es sehr wichtig. Denn der Bedarf ist da bei den Unternehmen. Das ist unstrittig und eigentlich nahezu ausnahmslos der Fall. Der viel zitierte Fachkräftemangel lässt grüßen. Wir haben einen großen Bedarf an Nachwuchs. Allein im Finanzamt Mosbach bilden wir im Jahr 15 Personen aus, 9 in der Laufbahn des mittleren Dienstes und 6 in der Laufbahn des gehobenen Dienstes. Insofern müssen wir natürlich gucken, dass wir diese Plätze mit wirklich auch qualitativ guten Bewerbern besetzen können. Daher müssen wir in die Breite gehen und gucken, wo findet man die entsprechenden Bewerber. Teilweise müssen wir auch wirklich auf uns aufmerksam machen, weil das bei den Schülern gar nicht so im Kopf ist. Ich kann zum Finanzamt gehen. Wir haben immer wieder gute Gespräche. Wir haben zum Beispiel vorhin eine Bewerberin gehabt. Heute ist Bewerbungsschluss für einen mittleren Dienst bei der Polizei. Die muss heute noch ihre Bewerbung abgeben. Also wir sind schon dabei und sind froh, dass wir auf solche Ausstellungsmessen uns bewegen können, zumal wir vom Polizeipräsidium Heilbronn flächenmäßig das Größte sind im ganzen Land. Und das ist halt nicht so geballt, wie man in Mannheim ist, dass alle innen drin sind, sondern wir müssen natürlich raus auf die Fläche. Die nächste Gelegenheit dazu gibt es bereits am kommenden Samstag zwischen 10 und 15 Uhr in der Main-Tauber-Halle in Wertheim.